Está preocupado por hacer eso. Es ist gut, dass wir jetzt als zweite Mal als europäische politische Gemeinschaft zusammenkommen, um miteinander zu sprechen über die Dinge, die uns bewegen. Und am meisten bewegt uns alle natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur in Frage stellt und natürlich jeden Tag eine furchtbare Bedrohung für die Ukraine und die Menschen, die dort leben, darstellt. Insofern ist es wichtig, dass alle Staaten, die keine revisionistischen Pläne in dieser Art und Weise hegen, zusammenkommen, hier miteinander sprechen, weit über die Mitgliedschaft der Europäischen Union hinaus. Und das ist auch Bekenntnis zu einer europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung, die die Unverletzlichkeit der Grenzen anerkennt. Wir haben viele Dinge miteinander zu besprechen, in einem guten Rahmen, der sicherstellt, dass hier alles zur Sprache kommen kann. Und das wird auch für die weitere Zusammenarbeit in Europa ganz wichtig sein. Neben den traditionellen Strukturen, die wir haben mit dem Europarat, mit der OSZE, mit unserer Zusammenarbeit in der Europäischen Union und den Partnern der Europäischen Union, ist die europäische politische Gemeinschaft ein Beitrag für eine gute gemeinsame Entwicklung unseres Europas. Können Sie sicherstellen, dass nicht noch weitere Länder auf den Fokus Russlands? Es ist ganz wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen. Das machen wir im großen Umfang und Europa ist dort einig in seiner Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung des eigenen Landes. Deutschland leistet dabei einen ganz herausragenden Beitrag. Unsere finanzielle und humanitäre und auch Hilfe und auch die Unterstützung, die wir mit Waffen liefern, sind sehr essentiell und nach den USA der größte Beitrag, der geleistet wird von einem einzelnen Land. Gerade das, was wir zur Verfügung gestellt haben zur Luftverteidigung, ist ganz wichtig jetzt in diesem Moment, wo es so viele Angriffe mit Raketen, mit Flugzeugen, mit Marschflugkörpern seitens der Russischen Föderation gibt. Und das ist das, was unser Beitrag ist, das zu verhindern, dass die Ukraine nicht Widerstand leisten kann. Eins ist ganz klar, wir leisten jetzt unseren Beitrag zur Unterstützung der Ukraine und wir haben immer gesagt, dass es auch für eine Friedensordnung nach dem Krieg Garantien geben muss und da wird Deutschland einen Beitrag leisten. Wie die ganz konkret aussehen, das wird etwas sein, das wir zu besprechen haben und darüber reden wir ja auch schon sehr lange miteinander. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier alle zusammenkommen und ich freue mich, meine Kolleginnen und Kollegen hier zu treffen, ganz besonders natürlich auch Pedro Sanchez. Thank you. Wiedersehen. How important is it to have so many leaders gathering here?